So, herzlich willkommen. Wir haben die 10. Ausgabe von unserem wunderschönen Käffchen, also da, was ein wunderschöner deutscher Begriff ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz und in Österreich auch so sagt, aber ich glaube nicht. Und heute ist es mir eine besondere Freude, dass ich den Claudio davon überzeugen konnte, dass er zu uns stößt. Und der Markus ist auch mit dabei, ein Kollege von mir, den ich zwar noch nicht kenne, aber das werden wir jetzt gleich ändern. Und ich würde einfach einmal vorschlagen, dass wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde anfangen. Und ich würde einfach einmal den Claudio bitten, sich kurz einmal vorzustellen. Jo, gerne. Danke erstmal für die Einladung. Freut mich da beim Kaffee, wie man in der Schweiz sagt, mitzumachen. Nicht Käffi. Claudio Künzler. Ich mache, bin vor allem in der Monitoring-Welt tätig oder ja aktiv in der Open Source Community dort. So kennen wir uns auch, Michi, durch die ganze Open Source Monitoring-Schicht. Mache einen Tech-Blog auf claudiokünzler.com und ja, bin in diversen Troubleshooting-Tasks immer wieder involviert, also generell in Open-Source-Themen, nicht jetzt nur Monitoring-spezifisch, sondern generell. Perfekt. Ja, mich kennt man wahrscheinlich, ich komme ursprünglich aus dieser besagten Monitoring-Ecke. Also ich habe, naja, fast 11 Jahre lang das Singer Open Source Monitoring Projekt gemacht und habe jetzt ein bisschen beruflich verändert, beziehungsweise ja von meinen ganzen Projekten und dem, was ich machen möchte. Das heißt, ich sitze momentan zwischen Marketing und Development so ein bisschen. Mit Blogposts schreiben, Content generieren, Webcasts, Social Media, Twitter, Feedback Loop mit Engineering und Product ein bisschen. Ja, alles, was mir Spaß macht im Endeffekt. Also ich sehe das gar nicht einmal als Arbeit. Aber wenn wir jetzt gerade von der Arbeit sprechen, Markus, ich reiche das Wort zu dir. Ja, hallo, ich bin der Markus Koller. Ich bin auch aus der Schweiz. Ich arbeite bei GitLab jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ich bin Backend Engineer im Knowledge Team in der Create Stage. Und wir machen Wikis und Design Management. Ja, sonst ja, weiß ich gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Ich hab auch so ein bisschen einen gemischten Background. So, habe für auch viel Sysadmin-Sachen gemacht. Also in Zynga habe ich zum Beispiel meinen letzten Job auch verwendet. Ja, aber jetzt bei GitLab nur Engineer. Ja, wunderbar, dann haben wir quasi jemanden, der uns bei Dokumentation weiterhelfen kann oder bei der Möglichkeit, was zu dokumentieren. Ja, schreiben ist das einfach. Das Thema hatten wir irgendwann in den letzten Wochen mal. Aber das, Bernhard, kannst du dir kurz vorstellen und das vielleicht als Überleitung nehmen? Ja, Bernhard Rausch, ich bin in einem großen Baukonzern tätig im Hosting-Bereich. Vordergründig beschäftigen wir uns mittlerweile mit Docker, also alles, was irgendwie mit Container-Virtualisierung und so weiter zu tun hat. Sehr stark mit Docker Swarm und jetzt immer mehr mit Kubernetes. Mein Bereich ist da eher eben das Monitoring und sozusagen für die Stabilität des Systems zu sorgen, ja, also Site Reliability, ja, um das Wort außer zu bringen. Ja. Das ist so mein Part, auch natürlich mit Open Source Tools vielfach. Ja. Zavix ist da bei uns hauptsächlich im Einsatz, was Monitoring betrifft, aber auch eben Prometheus, Grafana, die üblichen, die kennt man ja schon. Jo. Ja, perfekt, vielen Dank. Wo ist mein Share Screen Button? Die Idee von dem ganzen Spaß ist, jetzt mal einen richtigen Screen finden, oder warum wir uns da zusammenfinden, dass wir nicht die ganze Zeit Englisch reden müssen, das ist das Erste. Na, Scherz. Und die zweite Geschichte war, dass wir sich einfach technologisch ein bisschen austauschen können, was jetzt nicht nur auf GitLab bezogen ist. Ich glaube, können wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen, was im aktuellen Release jetzt heute rauskommt. Aber generell einfach sich versuchen, gegenseitig auf Stand zu halten, Tipps und Tricks, Horror-Stories aus dem Debug-Umfeld, Entwicklungsgeschichten,
keine Ahnung, Feedback zu bestimmten Themen auch mal einholen können. Also das, unserer Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Und die ursprüngliche Idee war, dass wir in einem Google-Dokument arbeiten. Das haben wir mittlerweile so umgebaut, dass wir uns eine Gruppe auf GitLab.com gebaut haben und das Everyone Can Contribute kommt eigentlich aus einer Demo, wie ich mich bei GitLab beworben habe. Diese Domain habe ich damals registriert, weil sie noch frei war. Und mittlerweile verwenden wir quasi EveryoneCanContribute.com. Also das ist im Endeffekt die Hauptseite davon. Das ist mit GitLab Pages ausgerollt, um da ein bisschen zu bloggen. Prinzipiell würden wir natürlich noch gerne ein bisschen mehr bloggen. Aber es ist einmal so die aufgehangene Seite. Das Recording von heute ist wie üblich dann im GitLab Unfiltered Kanal nachzuschauen. Also für alle, die jetzt heute im Urlaub sind und irgendwo an einem Baggersee liegen, die können sich das dann sozusagen anschauen. Und nächste Woche wird es natürlich abgeprüft, so wie wir es immer schon machen. Und grundsätzlich für jedes Meeting versuchen wir halt so eine grobe Agenda mehr oder weniger zu bauen und auch ein Thema zu definieren. Das heißt, wir, also vom Content her versuchen wir es halt Englisch zu halten, damit jeder das ein bisschen, naja, also content-technisch im Sinne von, wenn man jetzt ein Meeting-Protokoll schreibt oder dann einen Blogpost, Englisch oder Deutsch, das ist ja gar nicht freigestellt. Für die Kollegen, die jetzt bei GitLab arbeiten, ist natürlich Englisch praktischer zum Nachlesen. Derweil ist aber im Endeffekt einmal unser Zusammenkommen oder unsere Zusammenkunft ist grundsätzlich einfach Deutsch. Und ich überlege mir aktuell noch, ob man irgendwann eine internationale Edition davon macht, weil Spanisch oder Französisch kann ich leider nicht. Sonst würde ich das einfach jeden Tag der Woche in einer anderen Sprache machen. Außer am Wochenende natürlich. Und was wir sonst noch versuchen, weil wir können nicht alles besprechen, wir haben so eine News-Sektion quasi in unserem wöchentlichen Issue drinnen, wo wir halt einfach so wie Hacker News oder Cron Weekly halt ein paar Links teilen kann. Ich habe da jetzt vor unserem Käffchen ein paar Links reingehaut aus meinen Favoriten von Twitter. Und ansonsten lebt das Ganze natürlich von Ideen, von Themen. Gibt's von eurer Seite Fragen zu dem Ganzen? Oder was habt ihr für Erwartungshaltung von dem Meeting heute oder von dem Käffchen? Keine Fragen. Okay. In dem Fall keine Erwartungen. Okay, einfach eine schöne Zeit. Also wie gesagt, wir haben einmal nur über Computerspiele gesprochen, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Und ich habe vor einiger Zeit auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde über Isinger Debug Stories auf ARM Hive gesprochen gehabt. Die Geschichte ist, dass der Mario jetzt nicht da ist wegen den Debug Stories auf Core DNS. Bedeutet das, dass der Bernhard gar nichts drüber weiß? Na, das bedeutet es nicht. Aber der Mario ist da natürlich tiefer drin in dem Thema. Ich war damals auch mit dabei, wo wir das debuggt haben, nur ich denke, da sollte man auf den Mario warten, weil er hat damals auch den Kontakt zum Meek zu geben aufrechterhalten. Da ist einiges auch neben den Issues, die man jetzt auf GitHub sieht, vorbeigegangen mit E-Mail-Verkehr und so weiter. Deshalb denke ich mal, da kann der Mario sicher mehr noch dazu sagen. Ja. Ich habe das aber gestern zum Anlass genommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass der Mario heute nicht dabei sein wird. Und habe eben reingeschrieben, dass mit Ubuntu VM-Template erstellen und dann mit Ansible versuchen, eben wieder eine Maschine davon zu erstellen. Ich weiß nicht, ob das Interesse weckt irgendwo. Sicher, also je nach, wenn man... Wir haben ein Thema auf der Agenda und du hast das hinzugefügt. Also bitte sprich, was möchtest du denn Screen teilen oder wie da mal am besten? Na, ich würde einfach das da stehen lassen. Höchstens, dass du dann auf den GitHub-Issue dann später nochmal wechselst.
oder jetzt auch schon, ist egal. Ja. Der Punkt ist, wir haben VMware ESX bei uns im Einsatz, vielleicht kurz umrissen. Wir installieren sehr viel On-Premise auf diese Plattform und haben Ubuntu im Einsatz, hauptsächlich für unsere Docker-Umgebung. Und nachdem Ubuntu 20.04 ja seit April heraus ist, war natürlich für uns die Anforderung, dass wir wieder ein Template erstellen mit Ubuntu 20 nach unseren Wünschen, wo wir dann später, so wie wir es mit Ubuntu 18 und 16 schon machen oder in der Vergangenheit gemacht haben, ja, mit Ansible entsprechend uns neue Maschinen via Provisioning machen oder herunterstanzen können. Ja. Das ist die Ausgangsbasis. Ja. Wir haben uns dann dieses Ubuntu 20.04 installiert. Das war relativ rasch erledigt, wenn wir schon gewusst haben, wie wir die Maschine haben möchten. Ja. Das Problem war dann der Punkt mit dem Ansible. Ja. Wir haben bestehende Playbooks für die Ubuntu 16 und 18 Maschinen und haben dann versucht, über diese bestehenden Playbooks eben ein Ubuntu 20.04 von dem bestehenden Template dann uns herunterzudrücken. Problem dabei war dann, dass jedes Mal, wenn dann das Ansible die neue Maschine angelegt hat, er jedes Mal das Netzwerk disconnected angelegt hat in der Maschine. Somit hat dann der restliche Prozess in dem Ansible Playbook natürlich nicht mehr funktioniert, weil er natürlich darauf aufbaut, dass das Netzwerk verfügbar ist. Ja. Dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, was können wir tun? Wir haben versucht, mit den OpenVM Tools, die wir im Ubuntu 20.04 installiert haben, haben dort Debugging aktiviert, haben uns die Logs angesehen, sind aber nicht wirklich zu einem Conclusio gekommen, dass wir da irgendwie Wissen oder weitergefunden haben. Ja. Dann hat der Kollege mit einem anderen Kollegen, der bei uns die VMware ESX-Umgebung wartet, gesprochen und hat gefragt, ob der auf deren Seite im vCenter irgendwo eine Log sieht oder Logs hat zu dem Thema. Ja. Der war dann auch überfordert, hat dann auf der Seite auch nicht wirklich was gesehen, wo es jetzt eigentlich da hapert. Er hat nur gesehen, okay, es wird die Maschine erstellt, aber im Endeffekt nicht mehr. Ja. Dann haben wir zufälligerweise nochmal den richtigen Suchbegriff in Google eingegeben, ja, und haben dann das GitHub-Issue gefunden, ja, wo du vielleicht kurz draufklicken könntest, Michi. Ja, doch. Das Thema ist folgendes, die OpenVM-Tools waren in dem Fall genau der richtige Ansatz. Ja. Es läuft nämlich so ab, dass wenn die Maschine in VMware dann erstellt wird, ja, dass er die dann startet und beim Starten werden natürlich auch die OpenVM-Tools gestartet und erst im Anschluss wird über diese OpenVM-Tools von Ansible aus im Prinzip das Netzwerk aktiviert. Jetzt ist es mit Ubuntu 20 so, dass das so neu ist, dass die OpenVM-Tools in Kombination mit der ESX-Version, die wir haben momentan, es ist die 6.5er, ja, das noch nicht erkannt haben und somit beim Netzwerk aktivieren auf ifconfig zurückgesprungen sind. Ob Ubuntu 18 ist aber eigentlich NetPlan am Werken und ja, das hat natürlich jetzt das Problem gezeigt, wo das jetzt ist. Ja. Die Lösung mittlerweile oder momentan ist ganz einfach. In dem ETC-Issue steht ja Ubuntu 20.04 LTS und so weiter drinnen. Ja. Und da kann man einfach hergehen und das Ubuntu 20.04 durch 18.04 austauschen. dann wieder das in das Template konvertieren, die Maschine, ja, und dann mit Ansible nochmal von vorne beginnen und siehe da, wudu, Netzwerk wird connected und alles ist gut. Ja, okay. Das ist wieder also eines dieser... Die VMware-Tools, die hätten auf den ifconfig-Befehl zurückgegriffen, um das genau, zu konfigurieren. Genau, ja, genau, weil ist das eigentlich... Haben die das nicht rausgeschmissen? In der Default Ubuntu, in den Default Packages, dass es nur noch IP gibt, fällt es deswegen auf die Schnauze oder? Nein, also bei anderen Distributionen, soweit ich das Issue, weil es steht hier in dem Issue recht gut beschrieben, ja, bei anderen Distributionen fällt da eben auf das IP zurück, ja. Aber bei Ubuntu fällt er aufgrund dessen, dass es bei U16.04 noch so der Fall war, ja, auf das ifconfig zurück. Ja. Also da müsste man sich jetzt den ganzen Thread nochmal genau durchlesen im Detail. Ja. Der ist recht länger oder etwas länger. Ja.
Aber im Endeffekt hat uns das mit Ubuntu 20 auf 18.04 ändern dann geholfen. Was haben wir noch zusätzlich gemacht? Weil das bleibt natürlich dann in der Maschine drin, wenn die dann existiert. Ja. Wir haben einfach ein Playbook erstellt, das uns dann nach dem ganzen Vorgang im Prinzip das Issue-File wieder korrekt richtet, gerade richtet auf 20.04, damit wir dann nicht Folgeprobleme dann draus haben. Ja. Aber ja, Michi, du hast es ganz schön gehighlighted da, ja, dass das if-config, genau. Das gibt es nicht per genau. Default, ja. Genau. Das heißt, es müsste eigentlich in den VMware-Tools gefixt werden, oder? Dass die eigentlich jetzt IP nutzen sollen. Naja, IP beziehungsweise bei Ubuntu haben die ja eben das NetPlan, ist jetzt die Frage, ja, wo das jetzt genau hingehört, ja. Aber schließlich und endlich, es gibt jemanden, der daran arbeitet, an dem Issue, ja, und das wird ziemlich sicher dann in einer der zukünftigen OpenVM-Versionen dann gefixt sein, ja. Zufälligerweise hatten wir eben letzte Woche, wo wir das Template erstellt haben, am Donnerstag nochmal nachgesehen mit den OpenVM-Tools. Da wurde lustigerweise, am Donnerstag haben wir nachgesehen, 4 Stunden vorher ein neues OpenVM-Tools-Package gebildet, ja, das wir dann am Freitag ausprobiert hatten, beziehungsweise dann gestern. Beziehungsweise am Montag, aber das hat leider nicht die Abhilfe geschaffen, also da war noch kein Fix zu dem Thema drin. Ja. Ja, und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dran, dass wir den ESX auf 6.7 beziehungsweise 7 überhaupt bringen, ja. Aber das ist aufgrund der Größe unserer Umgebung ein größeres Thema. Ich habe mich gerade gewundert, warum die ETC-Issue verwenden und nicht ETC-OS-Release, wie man es eigentlich macht. Ja, das ist fraglich, ja. Das ist fraglich, ja. Beziehungsweise, aber, okay, wahrscheinlich ist es eine historische Geschichte, weil ich kann mich erinnern, wir haben in die Signa 2 in die CLI auch so einen Distribution-Detector eingebaut und der hat LSB-Release gepasst und wenn er OS-Release gefunden hat, hat er das genommen und wenn es das nicht gab, dann hat er SUSE-Version genommen oder Red Hat-Version oder keine Ahnung, wie das ist alles inkonsistent bis zum Abwinken. Das ist richtig. Und es ist immer noch inkonsistent, das Ganze. Ja, also was da drin steht und wie du das parsen kannst, ja. Also viel das Spannendere eigentlich für uns wäre dann der Nachgang gewesen, weil unser Ansible Playbooks dann vorsehen, dass die dann automatisch mit Puppet gleich verknüpft wird und dann gleich Zabbix Monitoring aktiviert wird und so weiter. Und wir haben uns dann eher erwartet, dass es dann mit Puppet und so weiter Probleme gibt, aber dass wir dann schon wieder an erster Front mit dem Ansible wieder scheitern. Aber schlussendlich mit Puppet und so weiter gab es dann keine Probleme mehr. Ja. Das lief dann einwandfrei durch, ohne irgendwelche gröberen Hoppalas, ja. Du hast gerade 3 interessante Sachen gesagt. Ansible, Puppet und Monitoring mit Zabbix. Ja. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das gebaut ist? Wie soll ich sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir das Ansible nur fürs Provisioning verwenden. Das heißt, um eben von dem VMware-Template jetzt neue Maschinen zu erzeugen. Und das Ansible sorgt dann dafür, dass also wenn natürlich im Vorfeld in Puppet der Node korrekt eingetragen wurde, das muss natürlich vorab passieren, ja, dass es dann mit dem Puppet, mit den üblichen Puppet-Befehlen dann in das Config-Management automatisch reingehängt wird, dann der erste Puppet-Run durchläuft und so weiter. Das wird alles mit Ansible gesteuert noch, ja, und ab dem Zeitpunkt, wo dann das mit Ansible praktisch fertig ist, ja, ist eigentlich nur mehr Puppet fürs Config-Management an sich zuständig. Das heißt, Ansible wirklich nur fürs Provisioning und für das Standard-Setup. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo es dann fertig ist, kommt für uns dann nur mehr Puppet zum Einsatz. Eben Puppet dann im Nachgang für Docker-Installation auf der VM, Konfiguration von Postfix, die üblichen Dinge, NTP und so weiter und so weiter. Ja. Gibt es da eine Entscheidung? Ja. Kurz nachfragen, gibt es da Direction oder Entscheidung, ob das jetzt Puppet bleibt oder ob das zu Ansible migriert wird, weil beides zu verwenden ist ja, kann man, es geht schon auch, aber bei Puppet gibt es ja mittlerweile Bolt, was Tasks sind, glaube ich, ja. Aber das wird wahrscheinlich migrationstechnisch ein irrsinniger Aufwand sein, oder? Also wir haben Ansible eingeführt vor 2,5 Jahren circa, ja.
Da ist Bolt gerade rausgekommen zu dem Zeitpunkt, was ich mir erinnern kann, ganz dunkel. Ja. Da wollten wir definitiv nicht mit Bolt gehen. Ja. Wir haben dann uns für Ansible entschieden, aber auch von Anfang an gesagt, okay, wir wollen Ansible wirklich nur fürs Provisioning verwenden oder für gewisse One-Time-Abläufe, sage ich jetzt mal, ja, die man einmal anstartet und dann das durchläuft und danach wieder fertig ist. Ja. Fürs wirkliche Config-Management, laufende Config-Management und korrekt halten der Systemkonfiguration, so nenne ich es jetzt am besten einmal, ja, haben wir damals schon gesagt, wir wollen auf Puppet bleiben und ist auch momentan immer noch der Stand, dass wir auf Puppet bleiben wollen. Ja. Es kann sein, dass wir vielleicht uns irgendwann Bolt ansehen, um das mit Ansible wegzubekommen, aber das ist halt dann wieder fraglich, ob wir das mit unserer vCenter-Konfiguration und so weiter mit den Bolt-Modulen, was ich noch gar nicht abschätzen kann, ja, ob wir das dann überhaupt dorthin migrieren können. Ja, für Ansible war es relativ leicht, das Ganze zu integrieren und ist mittlerweile auch so, dass dieser Ansible-Prozess eigentlich in einem Docker-Container abläuft. Es wäre dann auch leicht, Richtung GitLab CI zu bringen. Ne? Ich kenne nämlich einige Leute aus der Puppet-Community. Vielleicht kann man das so ein Thema machen. Puppet Bolt oder irgendwo mal in die Richtung einzusteigen. Was mich doch so brennend interessiert, welche Puppet-Version habt ihr, beziehungsweise wie sind das dann mit Subix gekoppelt? Puppet haben wir momentan 6.12. Das nächste Update ist mit Herbst geplant. Das heißt, wir machen so halbjährlich Updates, ja, auf der Plattform. Das heißt, wir sind eh mit der 6er, aus meiner Sicht, ob aktuell 6.17 gibt es jetzt momentan. Ja. Das heißt, da sind wir jetzt ein paar meiner Releases hinten nach, aber das ist ganz normal. Das ist aufgrund der Module, die wir auch verwenden und auch gleichzeitig aktualisieren mit den Updates, haben wir uns da einen guten Update-Cycle geschaffen, sage ich jetzt mal. Ja. Wie integriert sich das Ganze mit Zabbix? Zabbix ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, komplett losgelöst von der ganzen Thematik her. Zabbix managt eine andere Gruppe, das sind jetzt nicht wir, sondern da gibt es eigene Leute, die sich um das Zabbix an sich kümmern. Wir sind praktisch eigentlich in dem Fall nur für unsere Agents und die Konfiguration der Dinge in Zabbix selbst dann verantwortlich. Ja. Aber den Betrieb von Zabbix machen andere. Ja. In Ansible integriert sich das Ganze so, dass wir eben beim Provisioning dafür sorgen, dass die Maschine, die wir erstellen wollen, dann gleich automatisch in Zabbix mit den richtigen Templates und den richtigen Hostgruppen und so weiter verknüpft wird, mit der richtigen Beschreibung, damit das alles aus einem Guss ist. Eventuelle weitere zusätzliche Konfigurationen erfolgen dort dann im Nachgang noch immer per Hand. Ja. Sollte es notwendig sein, aber ich sage mal, für unsere Standard-Docker-Swarm-Dinge brauchen wir keine manuellen Eingriffe mehr. Ja. Ja, so viel zu Puppet und Zabbix. Ja. Zabbix haben wir momentan in der 4.4er Version. Das sind wir auch relativ aktuell, sage ich mal. Ja, also Zabbix würde ich gerne mehr lernen. Also ich weiß nicht, wie wir das am besten machen, ob ihr eure Umgebung herzeigen könnt, so einfach, aber müsst ihr schauen, ne? Oder ich weiß nicht, vielleicht machen wir einfach einmal, also ich würde mir das irrsinnig gern anschauen. Und ich weiß, dass ihr das im Einsatz habt und ich glaube, der Markus Fischbacher bei der Porsche Informatik hat es auch. Vielleicht einfach einmal was installieren gemeinsam oder was vorbereiten und dann ausprobieren. So, wie füge ich einen Host hinzu oder die Geschichte, die muss ich nur verlinken. Wir haben oder ich wurde am Wochenende, glaube ich, gefragt, wie wir oder was ich denke zu Network Inventory Automation. Da habe ich, glaube ich, eh erwähnt. Und der Thread war mir dann aufgrund des späten Zeitpunkts, wo ich dann das gesehen habe, zu lang, ganz ehrlich. Da habe ich mich dann nicht mehr drüber gesehen. Ich verlinke es mal einfach hier. Ich habe
Also der Hintergrund ist, dadurch, dass ich viele Jahre lang im Monitoring unterwegs war, war es am Anfang so, naja, Autodiscovery braucht man nicht und das ist ja alles böse und eigentlich wirst du ja gar nichts sehen und das ist ja alles overwhelming. Aber mittlerweile ist es durchaus ganz praktisch, wenn man halt sagt, naja, wenn da was wäre, ein Switchboard, ein neuer oder ein neues Device oder irgendwas anderes, wenn es halt aufploppt und man sagt, ja, möchte ich oder ich habe eine Regel, nein, möchte ich nicht. Es hat eine gewisse, für den Use Case hat eine gewisse, es ist halt charmant, das zu haben. Wir haben das, ja, wir haben es bis zu einem gewissen Grad gestern in Release Management für, keine Ahnung, die nächsten 5 Jahre in Think Big auch kurz angeschnitten. Aber ja, es ist ein spannendes Thema. Und aus dem Ansinnen, um den Bogen jetzt wieder zurückzufinden, weil ich kann ja vom 100. ins 1000. kommen, ich kenne die ganzen Isinga und Nagios-Geschichten, die halt quasi statische Config erfordern oder das Ganze über Automatismen quasi im Director dann reinklopfen, CMDB-artig und das Ganze dann deployen. Check&K macht das Ganze ja mit SNMP-Inventore bzw. Agenten. Mhm. Habe ich damals auf der Uni Wien auch verwendet, weil es super praktisch war. Aber Zabbix kenne ich vom Hörensagen und was halt in den Blogposts drinnen steht. Also wenn Sie das einmal anschauen wollen. Wir haben in dem Bezug jetzt gerade, was das Anlegen von neuen Hosts, so nennt sich das halt in Zabbix drin, ne? Also wenn man eine neue VM jetzt bei uns machen wird, dann automatisch der neue Host angelegt. Da haben wir uns entsprechend Tools drum herum geschrieben, um dann via API-Calls und ähnliches mit Zabbix dann das entsprechend anzulegen. Ja? Weil, ja, das benötigt halt ein bisschen, wie soll man sagen, für das, was man selber haben möchte, muss man halt genau schauen, wie man die Zabbix API dann anprogrammiert, genau, Host Create in dem Fall. Und da haben wir uns entsprechende Go-Tools geschrieben, oder mit Go-Tools geschrieben, so muss ich sagen, ne? Die wir dann vom Ansible-Prozess aus dann verwenden. Ja. Oh, falsche Sprache. Französisch. Warum ist es jetzt Französisch? Ganz links, du kannst das auch... Das da heute. Ach so. Wer ist zurück? Da war die schöne Flagge ganz links. Ah. Oder die ist einfach mal ganz rechts. Dann raten wir, was da steht. Gut, dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, jetzt also ist es noch besser. Was ist das? Also, das ist kaputt. TR ist Taiwan, glaube ich, oder? Na, türkisch, oder? Ne? TR kann das sein. Das ist russisch, oder? Mit dem Türkei. Ja, das ist jetzt russisch. Das ist türkisch, das ist China, ist das China? Und das existiert nicht. Das ist polnisch. Das müsste polnisch sein. Von der Flagge. Polski schreibt Portugal. Portugiesisch. Okay. Portugiesisch. Japan. Kaputt. Japanisch. Französisch ist das oder? Français. Okay. Das habe ich vor 20 Jahren in der Schule gemacht. Wir continuer en français, alors. Je m'appelle Michel. Voulez-vous coucher und so. Genau so sagen sie es auch. Telecharger heißt downloaden. Das weiß ich, weil es so komisch zu merken war. Und der Computer ist da l'ordinateur mit so einem L-Apostroph. Stimmt sogar. Ich hab das 4 Jahre in der Schule gehabt. Jetzt kriege ich Interbest-Plus, oder? wir wollten das auf Englisch uns anschauen, passt. Das ist die magische Frage, warum gibt es das nicht auf Deutsch? Ich schätze mal, da das Zabbix kommt ja, glaube ich, aus Estland, wenn ich mich nicht täusche, also die Entwicklerfirma. Na, Estland. Estland, ja. Ja, ich habe immer Lettland getippt. Oder Lettland, klingt auch gut. Ja. Irgendwas in diesem Eck, ja. Nein, nicht Russisch, nein. Ja, ich weiß nicht, ob du den Richard Olups kennst. Der war die letzten Jahre immer auf der OSMC, auf der Open Source Monitoring Konferenz.
Der war früher, glaube ich, im Zabbix Core Team. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Und dann bei Nokia. Und aktuell, keine Ahnung, aber vielleicht, ich weiß nicht, war der letztes Jahr da? Ich weiß nicht, ob der Claudio kennt, aber das war immer recht witzig, weil man hat sich einfach zusammengefunden und hat über Gott und die Welt diskutiert und es war wurscht, ob jetzt Singer, Zabbix, Narius, genau. Ob meine Mess, sonstiges unterwegs war, sondern man hat einfach Spaß gehabt. Und es war nicht so klassisches, du bist jetzt der Marktbegleiter, ich mag dich nicht, Geschichte. Ich habe mich letztes Jahr, ich war ja letztes Jahr aufgrund dessen, habe ich deinen Twitter-Feed ja auch gefunden. Ne? Ich war letztes Jahr bei NetWest im Sommer Puppet Advanced Fundamentals und beim Lazy Frosh. Und dem habe ich dann irgendwann einmal auf Twitter gefunden, ne? Und dann habe ich irgendwann dich gefunden. Und da ist er damals schon in dem Schulungsraum, was ihr da habt, jetzt in deinem Fall, ne? von der OSMC Werbung gewesen. Ne? Und ich habe mir echt überlegt, ob ich dort hinfahren soll, ne? Weil es hat sehr interessant geklungen. Und es war ein Kollege von mir noch mit und eben derjenige, der sich um Zabbix kümmert. Ne? Und da haben wir kurz überlegt gehabt, aber haben es dann doch wieder verworfen gehabt. Ne? Aber es wäre sicher interessant gewesen. Ne? Ach so. Ja, dieses Jahr ist abgesagt worden. Das ist, glaube ich, heute oder gestern gewesen. Ist zwar schade, aber ich kann es verstehen. Also virtuell war wahrscheinlich ein Versuch gewesen, aber es ist natürlich, die OSMC war ja immer schon so, man will mit den Leuten reden und Spaß haben und neue Kontakte knüpfen. Oder umgekehrt, jeder kennt die und will mit dir reden und du hast keine Zeit. Gibt es auch. Habe irgendwann festgestellt, dass mich jeder kennt oder 50% der Teilnehmer kennen mich. War aber immer recht witzig und spannend, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also letztes Jahr ging es auch um eventgesteuerte Verarbeitung oder Verarbeitung von Events in Senso-Go-Pipelines. Super spannendes Thema, auch wenn ich jetzt Senso noch nie verwendet habe, aber die Ansätze waren sehr spannend. Und das Schöne daran ist, wenn man nicht dabei war, beziehungsweise wenn man dabei war und sich keine Vorträge angeschaut hat, das war bei mir im ersten Jahr so, dann gibt es das nicht mehr auf YouTube, tippen kann ich nicht, sagen wir da, OSMC 2019, gibt es auch sicher irgendwo eine Playlist, genau. Und, ich will mir das jetzt nicht anschauen, aber, was ist das? Also, ich habe da einmal die Werbetrommel gerührt und der Claudia kennt das Spiel. Vorträge einreichen, bitte. Bitte alle Vorträge einreichen. Ich habe auch, war das einmal oder zweimal? Weiß ich schon immer. Doch, ich habe zweimal einen Vortrag gemacht. Einmal mit Greylock und einmal mit dem Carsten über Dashboards und Web2-Module und so Geschichten. Habe aber festgestellt, zu zweit einen Vortrag bauen ist immer ein bisschen komplizierter. Das, was zum Beispiel interessant war, war Grafana Loki und so. Ich verlinke euch das einfach dann in der Agenda, wenn ich sie denn finde. Da. Ist das Loki, können wir das mit dem Logstash vergleichen? Habe ich das richtig verstanden? Jein. Also ja, es ist Logging, aber es ist halt nicht so ein krasses Logging wie ein Logstash. Also Logstash ist erstmal in dem Sinne omnipotenter, weil es halt mehrere Patterns kann, also dass man mehr Log-Patterns besser rausfiltern kann. Es gibt viel mehr prepaid Module. Das Loki ist noch, also als ich jetzt mal reingeguckt habe, ist das halt aus einer anderen Intention entstanden, dass du halt in dem Sinne viel weniger Keys auch indizieren kannst. Das heißt, du brauchst halt keine Elasticsearch dahinter, was dann sehr viele Key-Values handeln kann. Das Loki ist halt dahingehend ein bisschen leichtgewichtiger, weil sie sich das Konzept vom Prometheus geklaut haben, wie sie die Daten machen und schreiben das halt auch in Time Series rein. Weil ein Event ist ja eigentlich nur ein Event, was zum gewissen Zeitpunkt halt läuft. Aber für so kleine Environments, also der Ansatz, warum es das, glaube ich, auch gibt, ist halt erstmal, dass es auch in kleinen Systemen läuft. Du musst nicht so ein Elasticsearch Cluster da hinsetzen, um Logzeit zu speichern, wenn du nicht so krasse Indexe, wo du die ganzen Sachen halt rausfiltern willst.
Login ist ja auch die Frage, was du in dem Sinne, was du loggen willst und wie gut deine Logs auch strukturiert sind. Also du brauchst halt strukturierte Logs, sonst bringe ich nichts. So genau, das Promptail, das ist der Log-Driver, der standardmäßig, man kann es aber, wir benutzen das zum Beispiel immer mit Fluentd oder Fluentbit sogar. Weil wir das in den Kubernetes-Clustern haben, genau. Das ist ein Schreibfehler. Und man kann fixen. Ich sehe sowas sofort. Sprich ruhig weiter. Ich kenne nur das Promptail. Fluentd sagt mir jetzt nichts. Aber das klickt mir jetzt einfach mal an. Fluentd ist das Open Source, der Open Source Logtripper. Das ist die Alternative zu Logstash, würde ich jetzt sagen. Das kommt aus der Cloud Native Foundation. Und dann gibt es nochmal eine schlankere Variante, so wie es für den Logstash auch den Fluentbit gibt oder aus der ganz alten Vergangenheit den Logstash Forwarder. Boah, das sind so viele Tools, die man jetzt gerade durchgeht. Der ist aber deprecated, oder? Also genau, den Logstash Forwarder gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt nur noch den Fluentbit in dem Sinne. Aber wenn du halt, es kann ja sein, dass du relativ viele Logdaten hast und dass es nicht mehr reicht, dass du halt die Logs direkt aus deiner Instance in dem Sinne in das Elasticsearch reinpumpen willst und da erst aggregieren möchtest, dass du dazwischen aggregieren möchtest, dafür hast du einen Logstash. Das heißt, der Fluent, der, was haben wir gesagt, der Filebeat pusht zum Logstash und der schreibt es dann am Ende halt in den Store halt rein, wo es dann in dem Sinne abfragen kannst, zum Beispiel mit dem Kibana. Und wir haben Fluentd ist das einfach nur die Cloud von der CNCF, die Alternative zu Logstash. Das ist einfach der große Grund. Und ist in Ruby geschrieben, glaube ich, Fluentd. Aber Logstash ist ja auch in Ruby geschrieben. Und dann gibt es Fluentbit, das ist nochmal eine Lightweight-Variante in C geschrieben. Logstash ist, glaube ich, JRuby, oder? Ist das dann nicht? Ist ja, JRuby. Aber es ist ja Ruby, was auch für JVM läuft. Also ist es noch immer Ruby. Ist ja Puppet mittlerweile auch, oder? Ja, Puppet ist Clojure. Also zumindest am Server. Das ist ja das Java mit C++. Chef ist Ruby. Echt? GitLab ist also Ruby. Also Chef macht eigentlich noch Ruby. Also Ruby ist ja nicht tot. Ich habe jetzt überlegt, dass JRuby hat immer wieder zu komplexeren Geschichten geführt, glaube ich, damals. Oder dass also du halt. Das ist mittlerweile JRuby. Ich meine, das ist richtig. Aber nicht der Server. Also, ich kann mich erinnern, dass Puppet, war das 4 oder Puppet 5? Da haben sie es auf Clojure umgeschrieben. Also ja, von 5 auf 6. Von 5 auf 6 haben sie es noch einmal umgeschrieben. Der Clojure ist ja so C++ in Java oder so irgendwie. When Puppet Server starts up, it creates a pool of JRuby interpreters to use as workers when it needs, ja genau, to execute some of the Puppet Ruby code. Ach so, für einen Ruby code. Ja. Für einen Ruby code dann. Ja, weil okay, du natürlich deine ganzen die Types und die Exporter und alles, was du selber geschrieben hast, ist ja alles in Ruby. Ja. Ja. Und das kannst du nicht spawnen in Clojure, das geht nicht. Das ist JRuby Worker dafür jetzt, ja. Ja, das sind Kompatibilitätsgeschichten, die du mitschleifen musst. Das tut jedem Entwickler weh. Logstash. Grafana Loki. Genau, zu den Tools, da hätte ich noch was. Vector, das ist bei mir jetzt vom Kron Weekly durchgeschwommen. Vector mit V. Ist auf GitHub. Das ist in der C++ SDL drinnen. Ja, das ist eine Liste. Ja, das ist ein Vektor halt. Ja, ja. Brauchst du das nur suchen? Weekly. Ja, genau. Ich habe das auch gelesen. Das habe ich interessant gefunden, weil man mit dem zum Beispiel einen Fluentd zum Beispiel ersetzen kann. Ne? Ist in Rust geschrieben. Müsstest du auf GitHub denn finden. Ich würde es ins Dings posten, glaube ich. Ich aktualisiere mal eben die Shownotes. So, wenn du jetzt aktualisierst, soll es da sein. Nein, Carpaccio. Zack. Oh, Hydranten. Ich muss es jetzt speichern, sonst geht das nicht. Doch. Nein. Jetzt auf man es weg. Nee, Moment. Real-Time-Editing geht noch nicht. Das kommt noch.
Aber du kannst das auch in den Zoom-Chat reinhauen, dann klicke drauf. Ja, ich glaube, ich mache es, weil ich jetzt den zweiten Carpaccio ausführen muss, weil ich wieder ein Spam bin. Moment, jetzt habe ich es noch nicht mehr offen. Ah, da. Chat. Da ist der Chat. Mit. Genau, Also hat schon mal eine coole Grafik. Also ist es schon auf jeden Fall ein gutes Projekt. Also der macht halt da relativ viel. Der kann relativ viel Input und kann relativ viel wieder auf der Output-Seite. Ja. Also wie man da schon sieht, er kann zum Beispiel noch Elastic schreiben oder noch Prometheus. Kann aber dann vorne an der Front auch wieder sehr gut das machen, was jetzt der Logstash zum Beispiel macht oder der FluentD, dass er die Logs, die er bekommt, gleich in ein Format dann umwandelt, das dann zum Beispiel bei Elastic in einen anständigen JSON mit einer anständigen Struktur dann rauskommt, ja, die man dann wieder sinnvoll durchsuchen kann. Ja. Also das Transformation von jetzt simplen Logzeilen im Sinne von, dass man dann in Elastic oder Prometheus oder wo auch immer dann sinnvoll wieder drüber suchen oder auswerten kann, das habe ich interessant gefunden. Ja. Was immer interessant für ein kleines Environment. Die haben doch sicher einen Docker-Container, oder? Soweit ich das gesehen habe, gibt es einen Docker-Container auf Docker Hub, ja. Aber sie haben eine wunderschöne Docker, wo das gleich mal beschrieben ist. Das gefällt mir. Ja, das hat mir beim Lesen letzte Woche auch gut gefallen. Ne? Was mich interessiert. Also zumindest ist, haben sie da einen Docker-Compose-File haben sie drin. Okay. Ja, man, das sprengt jetzt natürlich in Rahmen heute, aber das ist auch. Haben wir einfach für nächste Woche ein Thema? Oder nächste Woche. Ja. Also, vielleicht machen wir nächste Woche ein bisschen einen Überblick, was wir an Log-Möglichkeiten haben, beziehungsweise sammeln, wie gehabt, unsere ganzen Links zusammen. Also, ich habe da ein paar Sachen im Kopf zu dem Thema. Aber wir konnten ja einfach sagen, dass wir nächste Woche, so wo bin ich jetzt gewesen, Vektor. Also es gibt auf Docker Hub fertig gebildete Docker-Images von dem Vektor, habe ich gerade reingepostet in Chat. Sehr gut, ja. Was mir vorschweben würde oder was eine Idee wäre, ist, dass man sich einen Überblick verschafft, was gibt es denn aktuell am Markt, also Logstash und Fluentd und Vektor und gibt es ja tausend andere Geschichten sicher auch noch. Und dass man sich das einfach anschaut. Freiwillige vor für eine Live-Demo. Ich mach's. Sehr gerne. Da muss ich mal irgendwann einmal eine Runde Draschikekse für dich überlegen. Also, ja, können wir ja nochmal einfach festhalten, was wir machen. Ich gucke mir das gerne an. Also, ich würde gerne auch irgendwie so nochmal vielleicht eine Introduction halt, was ein Event ist und so ein bisschen dahingehend. Je nachdem, was die anderen denken, aber ich würde da gern freie Hand lassen. Du hast letztens Terraform super erklärt. Also, es hat mir sehr viel geholfen. Wenn du sagst, kurze Einführung, was ein Event ist, was eine Metrik ist, vielleicht, keine Ahnung, eine Liste an bestehenden Tools, wie sie aufgebaut sind oder wie sie ticken, und dann schauen wir sie Vektor einfach direkt an. Also du musst jetzt auch nichts großartig vorbereiten, sondern vielleicht nur die Umgebung. Und ja, mit Terraform. mit CI/CD ausgerollt, keine Ahnung. Also wir gucken uns einfach Vektor an, also machen wir das als Scope und gucken dann irgendwo was reinspeichern und dann halt auswerten können. Genau, und jeder, also ich weiß nicht, ob jeder hat doch irgendwo nur Logs rumliegen, die man vielleicht verwenden kann oder kann Logs generieren. Gerade gesehen, der Nico kommt immer dann, wenn es Arbeit zu verteilen gibt, kommt der Nico zu uns. Er kommt immer danach. Das ist der Punkt. Er wartet immer ab, er guckt den Livestream und dann sagt er, Arbeit verteilt, jetzt komme ich rein. Das war mein Plan eigentlich, ja.
Bin ich noch eine Minute zu früh, oder wie? Ja, wir sprechen gerade über Vector für Log-Processing und der Niklas war so nett und hat sich gemeldet, um das nächste Woche vielleicht ein bisschen in der Praxis zu üben oder auszuprobieren, damit du einen Kontext hast. Warte mal, wo ist denn das? Das hatte ich offen. Das ist im Cron Wiki drinnen gewesen und schaut interessant aus. So interessant, dass ich es eigentlich gern sofort ausprobieren würde, aber es wäre doch ein Spitzenthema für nächste Woche. Ja. Die haben auch die Domain Timber.io, ist ja schlau. Hört sich cool an, ja. Sieht cool aus. Da siehst du, da muss ich ja nächste Woche fast von der Nordsee vom Strand doch in meinem Urlaub joinen. Kannst du gerne also machen, aber ich empfehle es eigentlich nicht. Also wenn man da liest, dass der Throughput etwa 10-mal höher ist als über Logstash, das klingt eigentlich schon gut, auf dem Papier zumindest. Ja, das Problem ist ja, also dieser Throughput ist vielleicht dann wieder höher, aber du wirst irgendeinen anderen Trade-off dann haben, hundertprozentig. Das heißt, du kannst vielleicht gar nicht so komplexe Patterns machen zum Log-Filtern. Also irgendwo muss es ja den Trade-off dann geben, warum die halt so viel schneller sind. Also es kann nicht nur drin liegen, dass es halt in einer komischen Programmiersprache, die nicht Hardware optimiert ist. Nein. Also was ich noch weiß ist, bei Elastic haben sie den Logstash irgendwann mal rausgenommen aus dem Stack, also aus der Empfehlung, und gesagt, mach's mit Filebeat bzw. Structured Logging. Und jetzt geht, glaube ich, der Trend Richtung Ingestion Nodes oder irgendwie so vorm Elastic Search. Ja, genau, Ingest. Ja, genau, das sind die ersten Nodes, die dann die Daten abfangen, ne? Und die nur dafür da sind. Aber da muss ich, meine Erfahrung ist, so große Nodes hatte ich noch nicht, so ein großes Setup. Ja, das ist ja auch selbiges bei mir. Scheitern meistens mal daran, dass es so schon genügend Ressourcen frisst, ohne dass man es aufbläst. Ja. Also wir haben das mit den Ingest-Pipelines im Laufen, ne? In Kombination mit Filebeat, weil es dir einfach die Konfiguration vom Logstash erspart, ne? Weil Filebeat ist relativ simpel konfiguriert und Logstash ist doch eher umfangreich, ja, und der Vorteil jetzt in dem Fall ist mit den Ingest Pipelines, dass die automatisch über das Filebeat Module, in unserem Fall Apache Logs, ja, dann automatisch konfiguriert werden. Ne? Das heißt, man sagt nur mehr, okay, ich möchte Apache, ich habe ein Access Log und ja, du kriegst jetzt meine Logs. Viel Spaß damit, ja. Und der setzt das dann wirklich richtig um und landet dann richtig im Elastic, wo man dann wieder drüber suchen kann, anständige. Also es funktioniert, ja. Kann so ein Ingest-Node irgendwelche Hooks oder irgendwelche speziellen Pattern wie der Logstash, also dass du, keine Ahnung, für dein Monitoring oder irgendwas anderes halt was rausschicken kannst? Das ist eine gute Frage, weil wir, so wie ich schon gesagt habe, jetzt nur Standardmodul Apache zum Beispiel verwenden, ja. Ohne jetzt weiter noch groß darüber nachgedacht zu haben. Wir haben eine große ECE-Umgebung bei uns. Und Ich hätte meinem jugendlichen Leichtsinn jetzt Nein gesagt, aber so tief bin ich auch nicht drin. Das ist halt echt die Frage, ob du, das sind halt nochmal einzelne Elastic-Knoten, die nur dafür da sind, dass sie deine Daten abfangen. Genau, ja. Naja, nicht ganz. Es läuft mit dem Elasticsearch mit. Also ich kann es nur jetzt für uns sagen, für unsere ECE-Installation, wir haben einen in unserer ECE-Installation, also Elastic Cloud Enterprise heißt das Ding, ja, haben wir mehrere Elasticsearch Cluster und in einem davon verwenden wir das mit den Ingest Pipelines, aber es sind keine eigenen Instanzen von Elastic notwendig, um diese Ingest Pipelines handeln zu können. Ja, okay, genau. Also du kannst halt, wenn das halt standardmäßig, da sind wir halt am Anfang, ich habe mal für irgendein Projekt durften wir Elasticsearch aufbauen. Wir sollten das nachher mal HR-Konzept aufbauen. Und dann das kleinste minimal HR-Konzept ist dann halt 7 Nodes, die wir rausgefunden haben. So wie es auch in der Doku dann irgendwie stand. Weil du brauchst dann hast du 3 Nodes, die für die Datenhaltung da sind. Dann brauchst du noch, du brauchst 3 Master, die dann eigentlich gar keine Arbeit mehr machen von deinen Daten. Dann hast du noch so 2 Data Nodes, wo die Charts dann drauf liegen. Und dann gibt es noch Ingest Nodes. Ja. Also ich müsste jetzt nochmal schauen, aber ich glaube, Ingest ist nicht extra. Ja. Also das ist halt eine Rolle von dem Node. Das kannst du halt konfigurieren. Du kannst auch sagen, ein Node kann halt ein Master, ein Data-Node sein und ein Ingest-Node. Und dann verliest du halt wieder...
Das Interessante zu wissen bei der ECE-Installation ist, die baut ja komplett auf Docker auf. Das heißt, der startet wirklich für jedes einzelne Service, was er macht, eine eigene Docker-Instanz an. Ne? Vollautomatisch, da braucht man sich nicht drum kümmern. Ne? Jetzt schaue ich nur schnell nach. Braucht man dann Monitoring fürs Elasticsearch, ob alles läuft? Das ist richtig. Das ist der Grund, warum wir dann im Elastic Watcher haben, die wieder auf einem Webhook-Service das protokollieren und Richtung Zabbix das Ganze dann übermitteln, dynamisch, weil die Entwickler sich ja dynamisch Elasticsearch Cluster runterdrücken und wir natürlich den Status, ob jetzt gelb, grün oder rot, irgendwo gerne in unserem zentralen Monitoring hätten. Ne? Ach so, das heißt, das Elastic läuft bei euch im Kubernetes-Cluster, wenn du das jetzt richtig interpretierst. Nein. Das Elastic läuft auf VMs mit Plain Docker, weil das Elastic Cloud Enterprise dir bei der Installation automatisch die Docker-Container kreiert und dafür sorgt, dass die am Leben bleiben. Das heißt, das ist praktisch eine eigene Orchestrierung von Docker-Containern, wenn du so möchtest, speziell für Elasticsearch. Okay, interessant. Also die haben sich einen eigenen Orchestrator gebaut, der nicht Swarm, nicht Kubernetes, nicht irgendwas anderes, sondern was Eigenes. Ja. Aber das kriegst du quasi nur in dem X-Pack dann drinnen, wenn du das jetzt so interpretierst. Naja, Elastic Cloud Enterprise braucht eine eigene Lizenz. Okay. Naja, aber für On-Premise. Also das Cloud steht nicht im Sinne von Cloud, ich betreibe das in der Cloud, sondern das ist, du kaufst dann deine Elastic Cloud Enterprise On-Premise. Ah, das geht mittlerweile, okay, cool. Ja, ja, aber schon ja länger. Ich habe gedacht, da setzen die auf ihren Operator. Nicht nur. Also du kannst das natürlich in der Cloud haben, wenn du möchtest, aber du kannst das auch nur rein on-premise haben, wenn du möchtest. Mhm. Das hat dann mit der Cloud bis auf den Namen nichts zu tun. Genau, das ist eigentlich mehr das Management-Tool, um deine elastische Instanz zu managen. Genau. Genau so ist es, ja. Interessant. Ich habe mir das nicht angeschaut, aber ich hätte vermutet, dass das Ding auf dem Kubernetes Operator passiert. Aber anscheinend ist das nicht so. Für deren Cloud vermutlich, aber für die On-Premise-Geschichte eher nicht so, wie mir das ausgeschaut hat. Okay. Der Operator ist doch noch in der Mache, ne? Oder? Ist ja, der ist... Nö, das nicht, aber das hindert einen ja nicht mehr dran. Ja. Ich kenne nur meine Erfahrung mit den Helm-Charts, die sind immer toll, wenn dann manche Sachen einfach gar nicht funktionieren, wenn man dann so merkt, dass so ein Rolling-Upgrade nicht geht. Dazu muss ich aber sagen, die sind sehr konservativ, was Versionen anbelangt. Also wir müssen nach wie vor auf Ubuntu 16 fahren, weil es für Ubuntu 18 noch keine Freigabe gibt fürs ECE. Krass. Das glaube ich nicht, dass die dann so on the edge sind mit Kubernetes. Vermute ich mal eher nicht. Ich kann euch übrigens off-topic was zeigen, weil ich sie gerade bei mir auf dem Tisch liegen habe. Hier meine GitLab-Commit-Lieferung ist heute eingetroffen. Ich bin jetzt voll prepared für meine Session. Cool. Dann machen wir mal Vollbild. Also hier einmal Headphones, hier mit cool. Markboard so an die Tür hängen, wo ich draufschreiben kann, von wegen ich streame. Und noch so ein fancy Ringlicht für um die Webcam. Kam heute an. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das wahrscheinlich noch 3 Wochen beim Zoll rumhängt, aber hat geklappt. Das heißt, nur weil ich gerade auf der anderen Hälfte vom Tisch stehen hatte. Dein Talk wird jetzt einfach 10-mal so gut werden. Der wird der Wahnsinn. Ja, er ist noch nicht fertig und eigentlich müssen wir diese Woche aufnehmen, aber wir haben es verschoben. Ja gut, es erinnert mich daran, dass ich nachher auch noch an CI-Monitoring Webcast-Slides arbeiten darf, muss, möchte. Da habe ich auch noch gar nichts gemacht, ist aber schon in 3 Wochen oder 2. Ich habe jetzt kurz nachgesehen, die Ingest-Pipelines laufen auf der Data, auf den Data-Instanzen mit. Ja. So nennt sich das dort. Sind keine eigenen Container, sondern es läuft dort mit. Ja. Aber die Data-Instanz ist optional, oder?
Ja, die Data-Instanz brauchst du immer, weil irgendwo musst du die Daten ablegen. Die ist für die Daten zuständig. Der ja, Master, es gibt auch drei. Der Master ist praktisch, je nachdem, wie du zonentechnisch das Ganze aufteilst, weil du kannst die EC-Installation ja so installieren, dass du sagst, du teilst das dann in Zonen auf. Und je nachdem, wie du dann beim Anlegen des Elasticsearch Clusters die Konfiguration vornimmst, werden dann ein oder mehrere Data-Instanzen, zumindest diese, angestartet. Und einer davon ist dann ein Manager und der managt dann die anderen entsprechend. So sieht das aus. Wieder was gelernt. Jo. Mhm. Und zusätzlich gibt es dann aber noch eigene Instanzen für zum Beispiel Machine Learning oder Kibana klarerweise oder APM. Wobei ich jetzt, das haben unsere Entwickler im Einsatz, wobei das weiß ich jetzt nicht genau, was man damit macht. Naja, Application Performance Monitoring. Also vermutlich. Ja, aber das geht, glaube ich, in Richtung Distributed Tracing und so. Ja, beziehungsweise das in deiner Matrix, ja. Dass du in deiner Sprache, keine Ahnung, ob es jetzt Java oder C++ oder was auch immer dann macht, dass die Entwickler die Timing Points oder die Tracing Spans und andere Geschichten entweder selber mit einbauen oder dass es halt im Endeffekt für, ich glaube, für Python, PHP und sowas so solche Memory Inspection Geschichten gibt, dass du halt siehst, wie der Call Stack ist und lauter so Sachen. Dass der Philipp Grenn, also der Xera auf Twitter, hat da, glaube ich, auch schon einige Vorträge zu dem Thema gemacht. Super interessant. Ja, ich kann mich erinnern, unsere Entwickler haben das genau für das, was du gerade sagst, im Einsatz. Ja, aber das ist schon wieder eine Zeit her, deswegen habe ich schon wieder aus meinen Gedanken gestrichen. Für HTTP-Requests und gRPC-Requests macht man das ja mittlerweile. Also was heißt, macht man? Aber viele fahren dann den Ansatz, dass sie es über die Infrastruktur halt machen. Und dafür ist dann halt einfach ein Service-Mesh da, dass genau dir das halt ermöglicht, die Option. Dass du halt einfach einen Proxy vor jedem deiner Applikation halt hast, womit du halt dann in dem Sinne die ganzen Sachen durchinspiziert werden und dann kann halt automatisch ein Tracing darauf passieren, weil das ja an jedem Kubernetes-Pod halt dann geheftet ist, an jedem Docker-Container, wenn man zur Zeit durchfährt. Unsere Entwickler haben es einfach in den Applikations-Stack integriert, der von jedem verwendet wird. Somit bekommt jeder, der jetzt bei uns was Neues baut, out of the box das mit, ja. Muss leider schon wieder weiterhüpfen. Aber ich habe gedacht, ich komme wenigstens für die 10 Minuten rum. Sorry. Einfach Präsenz einmal kurz zeigen, verstehe ich. Das ist sehr schlau. Na, passt, hat mich gefreut. Ich wünsche dir dann einen schönen Urlaub und hoffentlich wird der Talk bald fertig, weil ich freue mich schon. Ich mich auch, wenn er klappt. Vielleicht klinke ich mich nächste Woche dazu, wenn es meine Freundin erlaubt. Wenn nicht, sehen wir uns in 2 Wochen. Sag deiner Freundin einen schönen Gruß, du brauchst nicht dabei sein. Genieß deinen Urlaub. Danke, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich nutze gleich den Moment und klinke mich auch aus. Frau und Kind warten. Ja. Ja, dann machen wir doch. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ne? Im Schacht. Ja. Schönen Abend, vielen Dank für die Teilnahme. Gerne wieder. Also es ist ein Recurring Meeting. Ein Curry. So. Recurring. Also die Mischung aus Deutsch und Englisch ist ein Traum. passt. Dann stoppe ich das mal.